Herzlich willkommen in der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut. Mein Name ist Urs-Stücke Ernst und ich bin der Standortleiter von der DAG in Gosau. Ich befinde mich hier an einer der schönsten Naturkulissen im Salzkammergut, nämlich am vorderen Gosauer See mit dem Dachstein im Hintergrund. Das ist auch der Ausgangspunkt für das Wandergebiet Zwieselalm, welches man bequem mit der Gosau-Kammseilbahn in ca. 4 Minuten erreicht. Die Betriebszeiten der Gosau-Kammbahn beginnen um 8.15 Uhr und enden in der Hauptsaison um 17.20 Uhr und in der Nebensaison um 16.50 Uhr. Dazwischen wird alle 15 Minuten gefahren. Auf der Zwieselalm hat man sehr viele Möglichkeiten, Wanderungen mit allen Schwierigkeitsgraden durchzuführen. Leichte Rundwanderungen bis zu 2 Stunden, anspruchsvolle Wanderungen rund um den Gosau-Kamm oder auf den Donnerkogel oder einfach das Panorama der umliegenden Bergwelt betrachten. Da sieht man den Dachstein, Gosau-Kamm, das Dennengebirge bis zum Totengebirge und bei guter Fernsicht sieht man auch den Großglockner. Das ruhige Umfeld trägt natürlich sehr zur Erholung bei. Für Wagemutige gibt es auf der Zwieselalm auf den großen Donnerkogel einen Klettersteig, für den man ca. 3 Stunden einplanen muss. Entlang der Wanderwege kann man sich natürlich auch bei unzähligen bewirtschafteten Hütten kulinarisch verwöhnen lassen. Dafür gibt es Kartenangebote bei der Seilbahn, inklusive von Tagesmenüs, Jause, Kaffee und Kuchen. Familien können sich bei der Bergstation der Seilbahn kostenlos Kinderwegen ausbohren. Jeden Mittwoch, den 17. Oktober, findet auf der Zwieselalm eine kulinarische Wanderung mit der Betty statt. Anmeldungen im Tourismusbüro. In den Ferien gibt es auch jeden Samstag auf der Zwieselalm ein abwechslungsreiches und spannendes Abenteuer- und Erlebnisprogramm für Kinder. Ebenfalls die Anmeldung im Tourismusbüro. Sollte das Wetter einmal mit den Wanderplänen nicht harmonisieren, so kann man in Obertraun auch die Rieseneishöhle oder die Mammuthöhle besuchen. Zum Beispiel am Mittwoch Präsentation des Maßanzuges in der Eishöhle, das Mozart-Festival in Hallstatt, die kleinen Gärten des Maestro Puccini, am Samstag die ersten Goiserer Schlussfestspiele in Neuwildenstein, das Schmankerlfest in Gosau und am Sonntag die Goisern-Klassik. Den vollständigen Veranstaltungskalender finden Sie auf www.dachstein-salzkammergut.at. Ich hoffe, wir können Sie in der nächsten Zeit in Gosau und speziell auf der Zwieselalm begrüßen.